Wenn du wissen willst, wie du in Assassin's Creed Valhalla Mjölnir, also Thors Hammer bekommst, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn das zeige ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi und heute geht es um den Hammer von Thor. Ich habe ihn schon in der Hand und damit ihr den bekommen könnt, braucht ihr erstmal die gesamte Rüstung von Thor. Deshalb sabbeln wir auch nicht lange drum herum. Die Stulpen, Hose und Brustpanzer bekommt ihr von den Töchtern Lerion. Da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, weil die haben es teilweise echt richtig in sich. Wenn ihr die besiegt, bekommt ihr immer jeweils einen Teil dieser Rüstung und außerdem ein Dolch und der ist auch wichtig. Video ist einmal hier oben verlinkt und einmal auch in der Videobeschreibung. Wenn ihr dann alle drei Dolche zusammen habt, dann könnt ihr einmal nach East Anglia reisen und zwar einmal hierhin. Bei mir ist hier noch ein Buch, aber da ist eben auch ein Eingang zu einer Krypta. Da müsst ihr einmal rein, die ist wie immer sehr linear aufgebaut und ihr kommt dann irgendwann an so einer riesigen Statue an und da könnt ihr dann einmal die drei Dolche verwenden. Wenn ihr die Dolche verwendet habt, ist der Weg frei und ihr könnt euch dann Thors Helm holen. Für das letzte Rüstungsteil, also den Umhang, müsst ihr die Story einmal durchgespielt haben, plus ihr müsst alle Ordensmitglieder eliminiert haben. Denn wenn ihr das getan habt, könnt ihr anschließend zu Heitam gehen und bei Heitam könnt ihr nochmal die letzten Siegel abgeben und im Tausch dafür gibt ihr euch dann den Umhang von Thor. Wenn ihr dann alle Rüstungsteile habt, müsst ihr die einmal ausrüsten und anschließend nach Nordwege reisen. Einmal zur Orientierung, wir sind hier unten in Forn Berg und gehen einmal hier oben hoch und dann befindet sich Thors Hammer einmal hier auf dieser Markierung. Da könnt ihr ganz gut einfach mit dem Boot hinreisen und dann vom Ufer aus hochlaufen und dann befindet sich der Hammer in so einer Felsschneise drin und ihr bekommt auch ein akustisches Signal, wenn ihr in der Nähe vom Hammer seid, das donnert dann einmal. Und dadurch, dass ihr die gesamte Rüstung angelegt habt, könnt ihr eben dann den Hammer aufheben und so gehört euch dann Thors Hammer. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen, Daumen nach oben wäre nice, dann so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.